Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einhell Harry. Servus, grüß euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt, Akku rein, glücklich sein, da ist der Harry. Heute kommt ein ganz spezielles Video. Power Exchange hauptsächlich. Ihr wisst selber, was Power Exchange ist. Das erfolgreichste und kompetenteste Akkusystem, perfekt für uns Heimwerker. Deswegen habe ich ja so viel davon. Und die Farbe passt natürlich noch. Aber heute kommt wirklich ein ganz interessantes, tolles, informatives Video. Und zwar die Neuheiten für 2024. Ich habe jetzt einen Katalog gefunden und zwar auf Italienisch, da ich auch viel in Italien bin. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das hundertprozentig der gleiche Katalog ist wie in Deutschland. Es kann natürlich sein, dass noch was dazukommt oder was wegkommt. Ich habe zum Beispiel noch was da, das ist in dem Katalog nicht drin, aber ich habe nur den neuen Werkzeugkatalog gefunden. Ich kann den euch gerne, ich verlinke den euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr selber mal reingucken. Und falls ihr ihn auf Deutsch findet, da ist mehr drin, machen wir noch mehr Video. Aber das sind jetzt die Einheilneuheiten, hauptsächlich Power Exchange, das kommen aber danach auch noch die Kabelmaschinen, also praktisch mit 230 Volt, sind auch noch drin. Die schauen wir uns auch noch an, aber es geht hauptsächlich um Power Exchange, wie halt immer. Und den werde ich jetzt zeigen, vorführen und ein bisschen was dazu sagen. Und dann schauen wir, was alles dabei ist. Ich habe ein paar Sachen schon dastehen und das andere, das wird dann kommen. Aber jetzt schauen wir mal. Ich habe das jetzt nur auf meinem Tablet. Aber soweit werden wir das auch sehen. Hier haben wir den TBCD1880Li Brushless Solo. Den Akku-Bohrschrauber, der wird neu kommen. Mit 80 Newtonmeter, das wartet sie ja schon drauf und schreit sie ja schon auf mehr. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe das alles anzeichnen, ich habe das geschafft anzuzeichnen. Dann haben wir hier den TCCD1835 2Li und normaler Akkuschrauber. Ich hoffe, der hat dieses Mal einen Gürtelclip dran. Hoffe ich mal. Der kommt auch. Dann haben wir hier zwei tolle Geräte, den TPCD1820Li, also 120 Newtonmeter Brushless Gerät, hat der Eike auch schon vorgeführt, der ist dann sogar mit dem langen Griff, dass man auch wirklich hält. Und der TPCD1880Li Brushless ist da auch dabei. Da steht sogar dort mit dem linken da Junio, das ist der Juni. Schauen wir weiter. Dann kommt hier, habe ich sogar dazu geschrieben gehabt, die Winkelbohrmaschine kommt. Auf die warte ich auch, ehrlich. Das wird echt bestimmt ein hammergeiles Gerät werden. Dann kommt. Dann kommt hier ein neuer Bohrhammer. TEHD 1820Li Solo, da muss ich jetzt mal schon schauen, ob das der ist, wo da schon steht. TEHD 1820, ja, den habe ich auch schon da. Den habe ich auch schon da. Das wird natürlich jetzt vielleicht nicht so gut rüberkommen, aber dann wisst ihr mal, wie ich ungefähr was kommt. So, wo haben wir denn das nächste Gerät? So viele Geräte werden es gar nicht sein. Es kommt natürlich den Gartenkatalog, habe ich noch nicht gefunden. Da kommen natürlich auch noch etliche Geräte, da habe ich hier schon eins da liegen. Dass voriges Jahr mehr kommen, aber es wird natürlich immer schwieriger, was Neues zu finden. Dann die neue Stichsäge, die habe ich auch schon hier. Die TPJS 1835Li, die kommt jetzt als nächstes Video, dann nach diesem Video. Kann ich euch schon versprechen, habe ich nämlich vor. Dann haben wir diese Einhandstichsäge, TPJST 1835Li, ist auch mit 135 mm, kommt auch neu. Soll im Mai kommen, steht da. Schauen wir weiter. Was kommt als nächstes? Das wird auch ein wichtiges Gerät, wo kommt. Das wird auch ein wichtiges Gerät. TEBF 18Li. Diese Stabfeile, das wird auch bestimmt ein tolles Gerät, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Schauen wir weiter.
Den Trockenbauschleifer, den habe ich auch schon da. Der steht zwar jetzt nicht als neu, aber der ist erst kommen. Dann kommt hier Exzenterschleifer. Da bin ich auch richtig gespannt drauf, weil das ist ja unter anderem mein Lieblingsschleifer, wo ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich auch richtig gespannt drauf. TPRS 1832 LI Brushless, und es sind lauter Brushless-Geräte. Das finde ich mega. Schauen wir weiter. Und hier die neue Lampe. Das ist genau die richtige Lampe, was ich brauche für meine AP reparieren, weil da habe ich ja nicht viel Lichter drin, und dann nehme ich einfach den Strahl, und der ist schon super. Aber da freue ich mich richtig drauf. Das ist wirklich bestimmt ganz, ganz ein tolles Gerät. Was mir dann noch fehlt, wäre so eine Stablampe, länglich, wo man dann praktisch am Auto an der Haube einhängt. Sowas wäre auch noch geil, wenn das kommt. Und das am besten noch klappbar, dann wäre ich richtig zufrieden. So, dann haben wir hier den neuen Dremel. Den gibt es ja schon bei uns hier. Den habe ich aber noch nicht da. Dann haben wir hier, da bin ich auch gespannt drauf, ein Spritzgerät. Da bin ich so, ja, im Mai kommen, da bin ich auch wirklich gespannt. Also kann ich mir jetzt momentan noch gar nichts vorstellen darunter, für was das gut ist, weil da haben wir ja schon sowas Ähnliches. Aber lassen wir uns überraschen. Da gibt es, glaube ich, noch eine andere Tasche, gibt es, glaube ich, auch noch eine, habe ich was gesehen. Der da, der Hartbodenreiniger, der ist ja schon da. Der ist ja schon da. Der ist auch echt super. Putzi gern damit, hat mir aber jetzt meine Tochter entwendet, und die muss meinen anderen nehmen. Also den hat sie gleich beschlagnahmt, weil die hat auch schon ein paar Einheitsgeräte und Akkus, und da kann sie das natürlich sehr gut brauchen. Weil ich habe ja alle anderen, hat sie gesagt. So, dann kommt da noch was Schönes da unten. Der neue Kompressor TE-AC3650 Li Off Solo. Da bin ich auch gespannt drauf, wie der sich so auswirkt. Ich glaube, jetzt sind wir schon bald durch. Aber es kommen nur die ganzen anderen Geräte, da müsst ihr natürlich dranbleiben. Da kommt der neue Bohrmaschine hier. TCDY710 werde ich mir natürlich nicht kaufen, weil ich habe hier alles. Bohrmaschine, Trockenbauschrauber ist das. Dann haben wir hier eine neue Bohrmaschine, TCJID1000E plus 64. Das ist so ein Set wieder. Das ist so ein Set. Wo kommt? Werde ich mir aber auch nicht kaufen, brauche ich nicht. Also die ganzen kabelgeführten Geräte werden wir alle nicht zulegen. Außer also es ist mal irgendein bestimmtes dabei, wo ich brauche. Vielleicht einen Kompressor, den ich noch brauche. Habe ich aber nicht genug. Dann kommt, das wird wahrscheinlich ein wichtiges Gerät werden für viele von euch, eine neue Oberfräse. Werde ich mir aber auch nicht kaufen, weil ich habe die Akku-Oberfräse, die finde ich echt mega, mit der mache ich das ganz, alles ganz. Und meine andere Fräse, die 1255E, die habe ich hier in meiner Bohrmaschine, in mein Säge mit eingebaut. Schon. Da kommt noch ein Multimaster, ein neuer. Brauche ich aber auch nicht, weil ich Akku habe. Ein neuer Schwingschleifer. Habe ich auch als Akku. Aber ich wollte euch zeigen, was kommt. Da kommt noch eine Schleifmaschine TCDWS 225, also 225 mm Breite. Da. Was haben wir denn noch alles? Und wie gesagt, ich werde natürlich schauen. Es soll ja noch eine neue Kappgärungssäge kommen, hat der Elke auch vorgeführt. Ist jetzt da nichts drin. Ich weiß nicht, vielleicht, das kann natürlich sein, dass sich der Katalog, dass der nicht identisch ist mit dem deutschen. Hier kommen zwei Maschinen, wo für den einen oder anderen Sandes, wo ein Kombigerät wollen, wo praktisch hier eine Kappsäge hast und oben noch einen Tisch zum Schneiden. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, das habe ich noch nie angeschaut, ganz ehrlich gesagt, aber könnte vielleicht für den einen oder anderen wirklich interessant sein, der wo einfach nicht so viel Platz hat, wo einfach ein Kombigerät will,
Da ist es mit Sicherheit auch eine gute Wahl dann. Staubsauger haben wir nichts dabei. Doch, da kommt was. TCVC 1850 kommt. Habe ich aber alles auch, akkumäßig. Ganz schön beträchtliche Auswahl, was der Einhell bietet, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, aber das bieten die anderen Hersteller auch. Das wird ein wichtiges Gerät für mich. Eine Schlauchtrommel, weil die Schlauchtrommel, die wo ich jetzt habe, die alte, die ist, zeige euch schnell, warum mir das gar nicht gefällt. Weil, wenn du den Schlauch rausziehst, hier, dann ist es so ein harter Schlauch. Und wenn du den jetzt loslässt, dann gibt es diesen hier. Und das finde ich echt ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm und da brauche ich aber, bräuchte eine oben für meine Werkstatt, wo ich meine AP repariere, bräuchte da eine. Weil die, was ich da oben habe, die ist nicht mehr so arg gut. Aber jetzt schauen wir noch weiter. Also wie gesagt, Schlauchtrommel, da bin ich gespannt, ob das diesmal ein anderer Schlauch ist. Hoffe ich doch. Hat eine Länge von 10 Meter. Mega viele Sachen. Den finde ich mega, aber den habe ich von einer anderen Firma, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den jetzt extra hergeben und den kaufen, ist auch eigentlich Schwachsinn. Stromaggregate. Startergeräte. Gibt sogar einen Wagenheber. Habe ich auch nicht gewusst. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Wie gesagt, wenn ich den Katalog, den kriege ich noch, ist aber leider noch nicht gekommen. Wenn der deutsche Katalog kommt, dann vergleiche ich das Ganze, falls was dabei ist, das wo wir jetzt noch nicht gesehen haben. Da gibt es auf jeden Fall einen Nachtrag und es wird auf jeden Fall einen Nachtrag nochmal für Gartengeräte geben. Weil da haben wir jetzt gar nichts. Ihr habt zwar hier schon wieder einen Freischneider liegen. Und einen Rasentrimmer. Und da bin ich auch gespannt. Da wird bestimmt auch noch einiges kommen. Mit Sicherheit wieder ein paar Gartenpumpen, weil da sind sie ja ganz stark. Da sind ja jedes Jahr ein paar dabei. Werden bestimmt willkommen. Dann denke ich mal, dass nur im Rasenbereich was kommen wird. Und vielleicht Heckenscheren oder so. Ich weiß es nicht genau. Weil ich habe nicht mehr Info wie ihr, ganz ehrlich gesagt. Die sagen mir auch nichts, die verraten mir auch nichts soweit. Aber wenn ich dann den Katalog in der Hand halte, dann machen wir noch Gartengeräte. Zeige euch noch die Gartengeräte, was kommen. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, was ungefähr im Power Exchange Bereich kommt. Bei den handgeführten Maschinen. Wie gesagt, es soll noch eine Kappgärungssäge kommen, die brauche ich unbedingt hundertprozentig, weil meine andere habe ich in Italien unten und die Kappsäge, wo ich hier habe, die ist jetzt 14, 15 Jahre alt, da ist unten der Drehkranz kaputt gegangen, gibt es aber leider nicht mehr zum Kaufen. Die funktioniert deswegen genauso noch einwandfrei für die groben Sachen. Aber wenn ihr die andere Kappgärungssäge kriegt, die wo Power Exchange ist, dann kommt die auf den Sägetisch, was ihr, also auf den Bock drauf, auf den Sägebock drauf, dass wir da ein richtiges gescheites Equipment haben, ganz ehrlich gesagt. So, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass nur die Neuheiten kommen sind. Wie gesagt, das nächste Video wird auf jeden Fall hundertprozentig die Stichsäge sein, die wo hier steht. Die da. Auf die bin ich richtig gespannt. Ich hoffe, da ist auch so langsam das Blatt dabei, dass wir es ausprobieren können, was sie kann. Und dann schauen wir. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Falls ihr noch kein Abo gemacht habt, würde ich das einfach machen. Glocke aktivieren. Dann könnt ihr auch in den Mitgliederbereich mal reinschauen. Klickt mal auf Mitglied werden. Schaut euch das einfach mal an. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video. Und wie gesagt, mit der Stichsäge. Und ihr seid wieder dabei. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie gesagt, unten in die Videobeschreibung ist der Link drin für den Katalog.
Und ansonsten, ach, was ich nur vergessen habe, das ist ja ganz wichtig. Ich habe ein Top-Gerät, was ich mir wieder richtig freue dieses Jahr, auf das ich mich richtig freue. Und schreibt es mir doch mal in die Kommentare, rein, was du meinst, was mein Top-Favorit für dieses Jahr war. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, mach's gut.